Lesung und Evangelium korrespondieren miteinander. Gott hat das Schwache in der Welt erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Gesprochen sind diese Verse vom Apostel Paulus. Und es ist natürlich eine Kunstform, diese Texte. Es wird mit Bildern gespielt und es wird mit gegenteiligen Aussagen antithetisch argumentiert. Das vermeintlich Niedrige in der Welt hat Gott erwählt. Das vermeintlich Schwache hat er zur Größe erkoren. Um das, was man in der Welt als stark gilt, zu Schanden zu machen. Er argumentiert also auf unterschiedlichen Ebenen. Das, was uns häufig als wichtig, mächtig, stark in unserem Leben erscheint, das muss immer wieder auch zunichte werden, damit das vermeintlich Schwache, das vermeintlich Ohnmächtige, also das ohne Macht, Macht gewinnen kann. Das, Schwestern und Brüder, dieser Text, dieser kunstvolle Text, erschließt sich im Evangelium. Jesus zieht durch alle Städte und Dörfer, lehrt, verkündet das Evangelium, heilt Kranke und Leidende. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid. Und was sagte er den Jüngern? Die Ernte ist groß. Wir würden in unserer Welt so nicht argumentieren. Da sind viele Menschen, die große Bedürfnisse und Sehnsüchte haben, die sich heilen lassen wollen, weil sie sich gebrochen fühlen. Und Jesus nennt das, ist die Ernte. Die Jünger sind genau dahin gesandt, nicht um Früchte zu ernten im Sinne der Welt, sondern um dort den wichtigen Dienst zu tun. Es gibt viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Es gibt nur wenige, die das im Sinn haben. Es gibt nur wenige, die mit mir in diese Richtung blicken. Bittet also den Herrn der Ernte, Gott, Arbeiter für seine Ernte, die Menschen, die nach ihm suchen, die sich ausstrecken nach Heil, für seine Ernte auszusenden. Das ist eine ganz andere Logik als unsere, aber es ist ganz konsequent die Logik Jesu. Wir sind in Matthäus 9. Vergewissern wir uns, Matthäus 5 bis 7 war die Bergpredigt. Sie beginnt schon damit, selig die Armen, denn ihnen wird das Himmelreich gehören. Umkehrung dessen, was wir häufig als wichtig und richtig erachten. Einen anderen Blick einzuüben. Andere Waffen als die Waffen, die wir in unserer Welt verwenden, die immer den anderen klein machen, an der kurzen Leine halten, wir Macht über andere Menschen haben. Bei Jesus geht es immer darum, Menschen zu ermächtigen, ihnen Macht wieder zu geben, durch Barmherzigkeit, Demut, Sanftmut, Mitleid, Liebe. Das ist sein Verständnis von der Welt. Und das ist das Verständnis Gottes für seine Schöpfung. Aber es bedeutet nicht selten Umkehrung dessen, was wir in unserem Leben vorfinden. Auch Umkehr dessen, was wir häufig im Alltag tun. Es heißt, eine neue Perspektive einnehmen, die Perspektive Jesu. Nach Matthäus 5 bis 7 kommt Matthäus 8 und auch der erste Teil des 9. Kapitels, wo es vor allem um die Heilungen geht. Jesus geht voran. Jesus verlangt von seinen Jüngern nichts,
was er selber nicht bereit ist einzulösen. Und er sagt ihnen auch, wenn er sie ruft, folgt mir. Nicht lauft neben mir. Er sagt nicht, ich nehme euch an der Hand, sondern im Griechischen sogar wortwörtlich, hinter mich. Geht erst in meine Schule. Wenn ihr mir über die Schultern schaut, wenn ihr seht, was ich tue und wie ich euch vorlebe, werdet ihr selber den Weg finden. Und Jesus hat unbändiges Zutrauen in seine Apostel und seine Jüngerinnen und Jünger, auch wenn er noch nichts von dieser Frucht sieht. Seine Apostel werden bis ans Kreuz nicht den Weg einschlagen. Erst ab dem Kreuz, erst ab der Auferstehung, erst dann wird der Groschen bei ihnen fallen. Wir haben das Zeugnis der Apostel bereits vorliegen. Wir dürfen vertrauen auf ihr erstes Zeugnis. Wir brauchen diese Erfahrung des nochmaligen Kreuzes Jesu Christi nicht. Wir wissen, wir dürfen darauf vertrauen, auf die Auferstehung und auf das darin erscheinende größere Ganze. Aber auch der Ruf ergeht an uns, verkündet das Evangelium, heilt alle Kranken und Leiden. Das Erste, was bei Jesus wichtig ist, er sieht die Menschen, also er schaut sie an. Das wäre der erste Schritt. Hingehen und sehen wollen. Nicht ausweichen, nicht wegschauen, nicht die Augen verschließen. Das zweite, er hatte Mitleid mit ihnen. Im Griechischen steht hier splachnizomai. Und die Splachne, ne, weiß nicht ganz genau, sind die Gedärme. Mitleid hat im Griechischen eine körperliche Dimension. Es ist dieses Mitfühlen gemeint, das mich bewegt innerlich, das mir die Gedärme herumdreht. Ich spüre das Mitleid, den Schmerz. Jesus lässt sich im besten Sinne betreffen von dem, was die Menschen an ihn herantragen. Er spürt ihre Müdigkeit und Erschöpfung und er identifiziert auch, woran es liegt. Sie sind Schafe, die keinen Hirten haben. Sie sind kopflos, sie wissen nicht wohin, sie wissen nicht wohin wenden, sie brauchen Richtung. Und er gibt sie ihnen. Nicht im Sinne einer direktiven Weisung, lauf dahin, sondern einzig dadurch, dass er ihnen begegnet. Sie anblickt, ihnen Würde zurückschenkt. Die ersten Schritte könnten ganz einfach sein. Wahrnehmen und sehen, was ist. Es geht nicht ums Zaubern. Es geht nicht um unmenschliches Tun, sondern einfach die Augen aufmachen für das, was längst da ist, um mich herum, in meinem Umfeld, in meinen Beziehungen, in meiner Familie, dort, wo ich lebe und arbeite, einfach die Augen aufmachen und mich betreffen lassen von dem, was ist. Und dann mit den Menschen hoffen, was werden kann.